Peter, das geht einfach nicht mehr. Wir können uns nicht richtig um Joe kümmern. Das ist ein Haufen Arbeit und wir sind völlig planlos. Quagmire hat recht, es ist zu viel. Es wäre besser, wenn sich schlecht gelaunte philippinische Krankenschwestern um ihn kümmern würden. Ja, ich habe mich umgesehen und ihm einen Platz im staatlichen Heim für Irre und Missgeburten reserviert. Oh mein Gott, manchmal verprügeln sie sie mit Schläuchen. Und das draußen, das ist perfekt. Hi, ich arbeite hier. Ich glaube, der arbeitet nicht hier. Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist Joe Swanson. Wir haben eine Abgabe um 9.15 Uhr vereinbart. Na los, Jungs, verschwindet jetzt. Ich werde das schon schaffen. Mach's gut, Joe. Pass auf dich auf. Bis irgendwann. Wartet, Jungs. Eine letzte Sache muss ich meinem Freund noch sagen. Hey Joe, du hast mir doch mal diesen Film empfohlen, von dem du sagtest, er sei dein Lieblingsfilm und ich müsste ihn unbedingt sehen. Backdraft, hast du ihn endlich angeguckt? Ja. Ist der nicht klasse? Ich fand ihn beknackt. Mach's gut, Joe. Also dieses Heim, in dem wir Joe gelassen haben, wirkt dann nicht so schlecht. Ja, es muss gut sein. Ich meine, Napoleon Bonaparte war dort. Würde das Volk Frankreichs zulassen, dass ein Boss in dreckiger Unterwäsche versucht, Leute abzustechen, wenn es da schlecht wäre? Ja, du hast recht. Joe ist dafür besser aufgehoben. Ich fühle mich trotzdem schlecht. Kommt schon, Jungs. Joe wird's gut gehen. Da passt er prima rein. Nicht so wie ich in Hogwarts. Slytherin. Hufflepuff. Haus für registrierte Sexualstraftäter. Oh. Du kannst nicht einfach nur rumsitzen. Du brauchst intellektuelle Anregung. Ich hab was zum Vorlesen mitgebracht. Das Wortsuchrätsel aus der Sonntagszeitschrift. Känguru. Mal sehen, ob wir das finden. Melbourne. Ich glaube, das Thema ist Australien. Koala. Und ob es das ist? Das Wort da kenne ich nicht. Aber Aborigina, Aborigine? Ist wohl das Wort für Aubergine da unten. Vergiss es, ich lese dir was aus einer Zeitschrift für Schwarze vor. Guck mal, jetzt habe ich doch ganz zufällig die wöchentliche Witzseite aufgeschlagen. Ein Weißer und ein schwarzer Mann stehen nebeneinander am Pool und ziehen sich die Badehose aus. Der Weiße hängt sein Genital rein und sagt genau 22,7 Grad warm. Daraufhin hält der Schwarze auch sein Genital rein und sagt und exakt 1,97 Meter tief. Okay, das finde ich rassistisch. Aber ich mag diese Zeitschrift. Ich freue mich ehrlich für dich, dass du was hast, das du so magst. Oh, Tori, Gott sei Dank, du musst mich losmachen. Vic hat mich angekettet. Ja, ich weiß, der Typ ist vollkommen verrückt geworden. Darum ziehe ich zu meiner Mutter nach Baltimore und arbeite in ihrer Frauenbar. Warte, was? Tori, komm zurück! Verdammt! Wow, ich bin geschockt. Ist deine eklige Affäre aus der Waschanlage schiefgelaufen? Sui, Gott sei Dank, wie hast du mich gefunden? Der Tierarzt hat dir doch wegen dem fauligen Zahn eine Narkose verpasst. Da hat er dir einen Ortungschip eingenäht. Das ist eine grobe Verletzung meiner Rechte. Schön, wie du im Garten angekettet bist und immer noch so tust, als wärst du jemand. Du musst mir dringend helfen. Ihr Mann ist ein Verrückter und hat mich nur noch nicht umgebracht, weil er mich für sein Haustier hält. Das ist ein Vorhängeschloss. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Mach schnell, ich häng fest wie ein Baseballreporter. Wir stehen kurz vor dem fünften Wurf und Garcia dreht sich um nochmal. Damit sorgt er ganz sicher dafür, dass meine Frau schon schläft, wenn ich nach Hause komme. Der große Rechtshänder tritt in den Sand und wirft das Kolophonium auf den Boden, während meine Kinder ohne mich erwachsen werden. Okay, jetzt zeigt mir ein Fan aus dem Publikum den Mittelfinger. Er hat recht. Hey, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, aber ich pinkel gerade in meinen Kaffeebecher. Was zum Teufel wollt ihr? Oh, hallo, Sir. Ich fürchte, es hat ein Versehen gegeben. Ich glaube, Sie haben unseren Hund gefunden und wir wollen ihn nach Hause holen. Niemals. Verschwinde, Kleiner. Das ist jetzt mein Hund. Wir haben gedacht, dass Sie Nein zu uns sagen, aber nicht zu Vizepräsident Joe Biden. Oh mein Gott, Mr. Vizepräsident! Danke, Vic, dass Sie den Typen abgeknallt haben, von dem wir sagten, es sei Osama Bin Laden. Und außerdem, geben Sie diesen Jungs Ihren Hund zurück. Natürlich, Sir, es tut mir sehr leid. Hier, nehmt ihn. Vielen Dank, Sie sind ein guter Amerikaner. Danke, Mr. Biden. Gern geschehen. Guckt ihr die Serie Veep? Nein. Ja, ist sowieso alles Fake. Wir sagten Nein. Hi, wir würden gern Joe Swanson abholen. Sind Sie vom Fernsehen? Sie müssen sagen, wenn Sie vom Fernsehen sind. Wir sind seine Freunde. Hey, was wollt ihr denn hier? Wir wollen dich nach Hause bringen. Es tut uns leid, dass wir dich hier ausgesetzt haben. Ja, wir waren nur mit allem überfordert und sind durchgedreht. Aber wir sind deine Freunde. Und egal was ist, wir werden immer für dich da sein. Danke, Jungs.
Wir sollten meine Sachen holen, aber das ist alles geklaut worden. Ist nicht so schlimm. Komm mit, fahren wir nach Haus. Entschuldigung, aber hier kommt niemand ohne ärztliche Erlaubnis raus. Dann rufen wir seinen Arzt gleich an. Was klingelt da? Joe, dieses Klingeln, das kommt aus deinem Rücken. Du hast recht. Das ist ja unglaublich. Dr. Hartmann hat sein Handy bei der Operation in seinem Rücken vergessen. Oh Gott sei Dank. Ich höre dieses Klingeln schon die ganze Woche und hab gedacht, ich bin verrückt geworden, weil der Irre mich immer anschreit. Deine Mutter ist eine Hure! Das habe ich dir im Vertrauen erzählt, Gary.